Mykola Vitivsky ist Student an der KU und er hält sich jetzt momentan in der Ukraine auf. Ich bin jetzt mit ihm verbunden über Zoom. Ich grüße dich, Mykola. Kannst du noch mal zurückblicken auf den vergangenen Donnerstag, wie du diesen Beginn, diesen Angriff erlebt hast? Es war früh am Morgen, dass ich einfach wach geworden bin wegen einer Explosion in Kiew. Ich konnte zunächst nicht glauben, dass irgendwas dieser Art einfach in der Nähe von mir passieren kann. Ich habe angefangen, die Nachrichten zu lesen und in den Nachrichten habe ich gesehen, dass der Putin tatsächlich diesen Krieg oder diese Operation, wie er das so nennt, angefangen hat gegen die Ukraine. Und dann hat man plötzlich gleich tausende Gedanken, wie das mit meiner Familie jetzt ist, ob alle in Sicherheit sind und so. Es wurde ja so viel angegriffen in der ersten Nacht, sogar kurz davor, also kurz bevor er überhaupt den Krieg erklärt hat. Wo hältst du dich denn jetzt im Moment auf? Also am ersten Tag des Angriffs war ich noch in Kiew, aber bereits am zweiten Tag war ich schon hier und die Fahrt, die normalerweise zwischen Kiew und Lemberg oder dem Lemberger Gebiet so etwa sechs Stunden dauert, die dauerte in unserem Fall 18 Stunden. Also es war eine sehr komplizierte, eine sehr schwierige Fahrt, weil all die Straßen sehr geblockt waren, gesperrt waren, auch mit den Autos. Alle versuchten dann, ihre Familien vor allem in die Sicherheit zu bringen. Ja. Du studierst an der KU und bist Mitarbeiter in der Theologischen Fakultät. Wie kommt es denn, dass du jetzt momentan in der Ukraine bist? Jeder Journalistikstudent oder jede Journalistikstudentin in Eichstätt muss ein journalistisches Pflichtpraktikum machen. Und ich habe vor kurzem mein Auslandssemester in den USA gemacht und von dort aus bin ich direkt in die Ukraine gekommen, um hier dann mein Pflichtpraktikum zu machen. Das mache ich derzeit auch bei einer der Redaktionen in Kiew. Bei welcher Redaktion machst du dein Praktikum? Das Medium, bei dem ich mein Praktikum mache, heißt Radio Free Europe, Radio Liberty. Und das Medium wurde vor etwa 70 Jahren von den Amerikanern gegründet. Und das Medium berichtet in 23 Ländern und auch in 27 Sprachen. Und eines der Zentren ist hier in Kiew. Und das Ziel der Redaktion war schon immer und ist es immer noch, auch so objektiv wie möglich zu berichten. Und das heißt natürlich auch ein Gegenstück, ein Gegenteil zur russischen Propaganda bzw. zur sowjetischen Propaganda damals anzubieten. Wie ist denn der Alltag für Journalisten jetzt speziell in eurer Redaktion? Die Journalisten und Journalistinnen sind absolut ausgelastet, muss ich sagen. Es ist immer irgendetwas los. Viele sind vor Ort, aber dafür braucht man eine bestimmte Genehmigung, braucht man eine Erlaubnis des Verteidigungsministeriums. Und dann bekommen die Journalistinnen auch Schutzwesten und Helme und so weiter. Und die dürfen dann auch raus während der Ausgangssperre. Die anderen dürfen es nicht. Und deswegen ist ein Teil meiner Redaktion und von vielen anderen ja auch nach Lemberg verlegt worden, also in die Westukraine, wo es derzeit ruhiger ist. Wir bekommen das ganze Material von den Journalistinnen vor Ort und wir bearbeiten die Unmenge an Material, an Videos, an Texten und so weiter und versuchen das so schnell wie möglich zu veröffentlichen. Kannst du auch selber recherchieren und eigene Beiträge machen oder bearbeitest du jetzt vor allem das Material, das jetzt die Redaktion von den Korrespondenten geliefert bekommt? Wir versuchen natürlich auch eigenes Material soweit möglich zu bekommen. Wir interviewen die Experten, Kriegsexperten, Militärexperten oder auch in politischer Richtung. Also Politikwissenschaftler und so weiter, die jetzt die Ereignisse auch besser erklären können. Kannst du ein Beispiel berichten, welches Thema du bearbeitet hast die letzten Tage? Die letzten Tage habe ich jetzt zum Beispiel ein Thema bearbeitet, das sich auf die geschichtlichen Hintergründe bezieht. Und zwar, mich hat schon immer interessiert, warum der Putin, der Präsident von Russland, jetzt so eine interessante Interpretation der Geschichte hat. Der für meine persönliche Meinung ist, dass er mit der Geschichte manipuliert. Und ich habe dann die Professoren im Bereich Geschichte auch interviewt. Und wir haben dann die letzten zwei Reden Putins auch analysiert. Ich habe da auch welche Zitaten ausgewählt und wir haben über die dann geredet. Und ich habe die Meinung der Experten gesammelt, damit wir dann auch mit der Propaganda irgendwie kämpfen können. Ja.
Wie ist denn jetzt im Augenblick die Lage in Livio, also in Lemberg? Die meiste Zeit befinde ich mich quasi 60 Kilometer von Lemberg entfernt, da wo mein persönliches, mein privates Zuhause ist. Aber ich komme jetzt manchmal auch nach Lemberg, da wo der andere Teil meiner Redaktion ist. Und die Stimmung ist eigentlich ganz gut, weil wir wissen, warum die Ukraine kämpft und wofür die Ukraine kämpft. Also wir wissen, dass die Ukraine gewinnt. Das Problem ist nur, und die Frage, die man sich stellt, wie viele Menschenleben wird das kosten? Und das ist natürlich etwas, wo man sich sehr, sehr große Sorgen macht, vor allem um eigene Familie. Und ich muss sagen, ich denke schon, dass die Stimmungslage in der Ukraine zum Teil besser ist oder optimistischer ist als manchmal auch irgendwo in anderen Ländern, wo sich die Ukrainer befinden und noch mehr Sorgen machen über ihre eigenen Familien. Hier bleiben die Leute wirklich optimistisch. Das wäre eine Frage, die mich auch interessiert. Also wir haben ja die Berichte über die große militärische Übermacht natürlich auch Russlands. Und auf der anderen Seite erfahren wir aber auch durch die Medien, aber auch durch Gespräche wie jetzt unseres, diese unheimliche Entschlossenheit, diesen Mut, diese Willenskraft, dem was entgegenzusetzen. Woher kommt denn diese große Willenskraft, dieser Mut? Das Problem, liegt, glaube ich, dann in der Geschichte der Ukraine. Und das ist etwas, womit der Präsident Russlands auch etwas zu viel gespielt hat. Also die Ukraine hat jetzt, tatsächlich in den letzten Jahrhunderten um ihr eigenes Land gekämpft. Und zwar viel gekämpft. Und viele Menschenleben hat das Ganze auch gekostet. Und heute, wo wir das eigene Land haben, kann man das Ganze nicht einfach so weggeben, weil sich jemand so etwas vorgestellt hat, dass das jetzt für seiner Meinung nach plötzlich richtig wäre. Und der hat sich verschätzt, der hat sich verrechnet. Der dachte sich, dass das ukrainische Volk tatsächlich Russen sind und es gibt ein paar Banderowce, wie er sie nennt, also die Narzissten oder Nationalisten oder wer auch immer, die jetzt quasi über das Land regieren und so weiter. Natürlich ist das nicht wahr. Die Leute, die Menschen im Osten der Ukraine, die auch Russisch sprechen, die treten jetzt auf gegen die russischen Panzer. Und es gibt so viele Videos, die das auch zeigen. Es gibt zum Beispiel einen Opa, der einfach mit dem Traktor den russischen Panzer geklaut hat. Also daher hat er sich dann verrechnet. Er dachte sich, dass wir auf ihre Hilfe irgendwie warten. Das ist nicht der Fall. Wir brauchen unser eigenes Land und wir werden das Land natürlich verteidigen. Ja. Wie geht es denn jetzt mit dir weiter? Also wirst du in der Ukraine bleiben oder versuchst du aus dem Land zu kommen? Wie sind da deine Pläne momentan? Mein Praktikum sollte ursprünglich bis ungefähr Ende März laufen. Und das habe ich auf jeden Fall vor, so lange hier zu bleiben. Danach schaut man, wie es weitergeht. Ich hoffe, dass der Krieg nicht so lange dauern wird, weil jeder Tag einfach so viele Menschenleben kostet. Aber man kann nie sicher sein, was im Kopf dieses kleinen Mannes vorgeht. Einfach so aus dem Land raus kann ich auch nicht kommen, weil die Ausfahrt für die Männer im Alter zwischen 18 und 20 und 60 Jahre alt auch verboten ist. Es gibt ja diese allgemeine Mobilisierung derzeit in der Ukraine und das heißt, dass zunächst alle mobilisiert werden, die jetzt schon Kriegserfahrung bereits hätten. Aber wenn die vierte Mobilisierungswelle kommt, da sind alle Männer im Alter 18 bis 60 dazu verpflichtet, auch die Waffe in die Hand zu nehmen. Wenn das kommen sollte, ich hoffe, dass das nicht kommt, aber wenn das kommen sollte, bin ich natürlich als ukrainischer Staatsbürger auch dazu verpflichtet, ja. Was empfindest du in der ganzen Situation? Die Gefühle sind sehr gemischt, muss ich sagen. Natürlich hat man Sorgen, natürlich hat man Angst. Das alles gibt es, ja. Vor allem aber nicht wegen mir selbst, sondern wegen meiner Familie. Und deswegen ist es wahrscheinlich sogar noch schwieriger, sich derzeit in einem anderen Land zu befinden, während die ganze Familie von dir hier vor Ort ist. Da hat man noch mehr Angst um die Familie. Ich bin hier, ich kümmere mich um meine Freunde, ich kümmere mich um meine Familie. Ich bleibe optimistisch. Ich weiß, dass wir gewinnen werden. Ich weiß, dass das Gute das Böse auch besiegen wird, wie das schon immer der Fall gewesen ist. Das ist ein bisschen der David gegen Goliath-Kampf, aber der David hat ja gewonnen damals und ich glaube, dass sich das wiederholt. Die einzige Frage, wo man dann auch sehr traurig ist,
ist jetzt, wie viele Menschenleben das jetzt kosten wird. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch und wir denken natürlich an dich, an alle Menschen in der Ukraine. Alles Gute. Danke, danke euch auch.